Simone Thomalla ist mit 59 Jahren eine berühmte Ikone der deutschen Kultur. Obwohl ihre Filmkarriere Erfolg und Berühmtheit erlangte, ist Simones Privatleben schön, aber bescheiden. Sie erscheint oft sehr stark, aber hinter dieser Erscheinung verbirgt sich eine einsame Frau, die ein ruhiges Leben führt. Aufgrund des Ruhms und der Komplexität ihrer Karriere entscheidet sich Simone oft für ein unabhängiges Leben. Sie gibt zu, dass es Momente der Traurigkeit und Einsamkeit gibt, aber auch Momente voller Freude und Glück. Simone Thomalla wurde am 11. April 1965 in Leipzig geboren und hat seitdem eine unglaubliche künstlerische Reise hinter sich. Ihren ersten Durchbruch schaffte sie mit der Rolle der Monika Helmholtz in der Serie Transit, die Geschichte eines Unternehmens. Simones Karriere blühte weiter auf, als sie die Leipziger Kriminalkommissarin Eva Saalfeld verkörperte und beim Publikum Vertrauen und Bewunderung erregte. Was Simone Thomalla noch bekannter machte, war ihre Rolle als Dorf-Katja Baumann in mehr als 40 Folgen der ZDF-Serie Frühling. Mit ihrem Talent und ihrer Anziehungskraft eroberte Simone nicht nur die Herzen des Publikums, sondern auch die Vision der Filmindustrie. Auch im Alter von 59 Jahren beeindruckt und inspiriert sie viele Menschen auf der ganzen Welt. Mit Professionalität und Leidenschaft ist Simone Thomalla nicht nur eine Top-Schauspielerin, sondern auch eine talentierte Sängerin und Hörbuchsprecherin. Ihre Persönlichkeit ist eine einzigartige Kombination aus Stärke und Sensibilität, die dem Publikum stets das Gefühl gibt, näher zu sein und mehr über die wahre Person hinter ihren großen Rollen zu verstehen. Mit ihrem bescheidenen und einfachen Privatleben ist Simone Thomalla nicht nur ein Symbol für Erfolg auf der Leinwand, sondern auch ein Vorbild dafür, wie man ein wahres, sinnvolles und eigenständiges Leben führt. Trotz allem, was sie erreicht hat, hat sich Simone Thomalla ihre Bescheidenheit und Unabhängigkeit bewahrt, was sie für viele Menschen auf der ganzen Welt zu einer bewundernswerten und einflussreichen Frau macht. Simone Thomallas Familienleben ist voller Abwechslung und Herausforderungen. Doch sie findet immer einen Weg, die Dinge ruhig und warm zu halten. Sie hat eine Tochter, die sie durch schöne Momente und alltägliche Herausforderungen begleitet hat. Ihre Tochter wurde in einer Beziehung mit ihrem Ehemann geboren, mit dem Simone nur 4 Jahre verheiratet war. Auch wenn sie kein Paar mehr sind, pflegt Simone Thomalla die Beziehung zu ihrem Ex-Mann von Harmonie und Respekt, denn sie haben eine wichtige Gemeinsamkeit: ihre Tochter. Auf diese Weise geben sie ihr Bestes, um ihrer Tochter ein stabiles und liebevolles Umfeld zu bieten, unabhängig von den Herausforderungen, vor denen die Familie stehen mag. Die besondere Beziehung zwischen Simone, ihrer Tochter und dem Zusammenleben von Mutter und Tochter schafft eine warme und liebevolle familiäre Atmosphäre. Durch den Austausch und die gegenseitige Unterstützung schaffen sie eine starke Familiengemeinschaft, die ihnen hilft, alle Herausforderungen zu meistern und gemeinsam wertvolle Momente zu genießen. Obwohl das Familienleben von Simone Thomalla nicht perfekt ist, stellt sie die Interessen ihrer Tochter immer in den Vordergrund. Sie kümmerte sich um ihre Tochter und zog sie mit unendlicher Liebe und Aufmerksamkeit auf. Durch gemeinsame Erlebnisse und unvergessliche Momente wird die Bindung zwischen Mutter und Kind tiefer. Simone Thomalla und ihre Mutter und Tochter haben zusammen ein friedliches und stabiles Zuhause aufgebaut. Mit gegenseitigem Verständnis und Respekt teilen sie Freuden, Sorgen und alle Herausforderungen des Lebens. Jeden Tag unterstützen sie sich gegenseitig, um ein frisches und glückliches Wohnumfeld zu schaffen. Obwohl das Leben voller Ereignisse und Herausforderungen sein kann, sind Simone Thomalla und ihre Familie stets geduldig und entschlossen, alle Schwierigkeiten zu meistern. Mit Liebe und Verständnis gehen sie voran und schaffen wertvolle Erinnerungen und starke Beziehungen, die ein Leben lang halten. Simone Thomallas Leben war eine reiche und abwechslungsreiche Reise, die ihr ganzes Leben lang von besonderen Beziehungen und Erfahrungen geprägt war. Simone Thomalla ist das Kind des Filmarchitekten Alfred Thomalla und des Fotomodells Erika Thomalla und hat turbulente Beziehungen sowie Höhen und Tiefen erlebt. 1988 lernte sie den Theaterschauspieler André Vetters kennen und aus dieser Beziehung bekam sie eine Tochter namens Sophia. Obwohl sie von 1991 bis 1995 verheiratet war, hielt die Beziehung nicht.
Anschließend hatte Simone eine Beziehung mit dem Schauspieler Sven Martinek und dann mit dem Fußballtrainer Rudi Assauer in Gelsenkirchen, wo beide an einem Werbespot für die Veltins Brauerei teilnahmen und für den besten Fuchs eine goldene Kamera erhielten. Simones Liebesleben bewegte sich weiter, da sie von 2009 bis 2021 mit dem Handballnationalspieler Silvio Heinevetter und anschließend von 2022 bis März 2023 mit DJ Nicolino Hermano liiert war. Darüber hinaus engagiert sich Simone auch aktiv in Wohltätigkeitsprojekten, insbesondere mit UNICEF nahm 2010 und 2015 an den Covern des Playboy-Magazins teil, bei dem sie 2015 mit ihrer Tochter Sophia auf dem Cover zu sehen war. Mit einem so bunten und vielfältigen Leben ist Simone Tomala nicht nur eine Schauspielerin und Berühmtheit, sondern auch eine Frau, die auf ihrer Reise tiefgreifende Erfahrungen und unvergessliche Geschichten mitbringt. Simone Tomala ist nicht nur eine berühmte Schauspielerin, sondern auch eine starke und vielseitig begabte Frau. Neben ihrer künstlerischen Karriere widmet sie ihre Zeit und Hingabe auch Wohltätigkeitsaktivitäten und kümmert sich um ihre Familie. Simones Leben wird nicht nur für ihren Erfolg auf der Bühne und auf der Leinwand geschätzt, sondern auch für ihre Fähigkeit, sich in jede Situation zu integrieren und sich an sie anzupassen. Obwohl sie viele verschiedene Beziehungen durchlebt hat, bewahrt sie sich immer noch einen starken Geist und Mitgefühl, verbringt immer Zeit mit ihrer Familie und engagiert sich für wohltätige Zwecke. Simone Tomalas reiche und vielfältige Lebenserfahrungen inspirieren nicht nur die Unterhaltungsindustrie, sondern auch die soziale Gemeinschaft. Indem sie positiv und leidenschaftlich mit moralischen Werten lebt, ist sie für viele ein ideales Vorbild und zeigt, dass Erfolg nicht nur im Erreichen persönlicher Ziele liegt, sondern auch im Beitrag zur Gemeinde- und Familienfürsorge. Simone Tomalas Karriere war eine beeindruckende und abwechslungsreiche Reise, auf der sie in vielen verschiedenen Bereichen der Unterhaltungsindustrie glänzte. Simone begann ihre Karriere als Schauspielerin in den frühen 1980er Jahren und erregte schnell Aufmerksamkeit durch ihr Talent. Ihr bemerkenswertester Ausgangspunkt war die Rolle der Monika Helmholtz in der Serie Transit, die Geschichte eines Unternehmens, in der sie hervorragende schauspielerische Fähigkeiten unter Beweis stellte und sich in der Filmbranche einen Namen machte. Wirklich bekannter und bekannter wurde Simone Tomala jedoch durch ihre Rolle als Eva Saalfeld, einer Kriminalfigur am Tatort in der Fernsehserie Leipzig. Mit dieser Rolle eroberte sie das Publikum und erhielt viele Komplimente für ihr hervorragendes schauspielerisches Können und ihre Aufrichtigkeit. Darüber hinaus ist Simone Tomala auch für ihre Rolle als Katja Baumann in der Fernsehserie Frühling bekannt, in der sie sowohl schauspielerisch als auch gesanglich ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellte. Neben ihrer Schauspielkarriere beteiligte sich Simone Tomala auch an zahlreichen Wohltätigkeitsprojekten, insbesondere bei UNICEF, und bewies damit, dass sie nicht nur eine hervorragende Künstlerin, sondern auch ein Mensch mit einem mitfühlenden Herzen ist. Simone Tomalas Karriere war eine bewundernswerte Reise, auf der sie sich durch Vielfalt, Talent und gerecht beurteilen. Herzlich willkommen. Hans Arnand Pant ist unser zweiter Impulsgeber heute. Er ist Professor für erziehungswissenschaftliche Methodenlehre an der Humboldt-Universität zu Berlin. Gemeinsam mit Petra Starnand leitete Hans Arnand Pant bis Mitte 2015 das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Seit 2011 ist er Mitglied in der Jury des Deutschen Schulpreises. Seit 2015 verantwortet er als Geschäftsführer das Programm der Deutschen Schulakademie. Zusammen mit Silvia Iris Beutel hat er 2019 das Buch Lernen ohne Noten – Alternative Konzepte der Leistungsbeurteilung veröffentlicht, in das auch Peter Hoppe und viele andere aus der Schulpraxis Erfahrungen eingebracht haben. Unsere dritte Impulsgeberin, Simone Fleischmann, ist 2015, vielleicht kennen Sie sie schon, Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes. Vor ihrer Tätigkeit im BLLV war sie Lehrerin und Schulleiterin. Sie tritt für ganzheitliches Lernen ein und eine Schule mit Herz, Kopf und Hand. Dazu gehört für sie auch, einen alten, tradierten Lern- und Leistungsbegriff über Bord zu werfen. Herzlich willkommen. Und unsere vierte Impulsgeberin ist Petra Hoppe. Sie ist Schulleiterin der IG Integrierten Gesamtschule List in Hannover. Sie ist ehemalige didaktische Leiterin der Schule und ein Schwerpunkt der Arbeit der Schule, die auch beim
als sie dann 2018 den Schulpreis bekommen haben, hervorgehoben wurde, ist, den Lernprozess stärker in die Hände der Schülerinnen und Schüler zu legen. Wichtige Elemente dabei sind lernförderliches Feedback, Lernentwicklungsordner und stärkenorientierter Lerndialog und daher auch verdient 2018 Preisträgerschule des Deutschen Schulpreises. Mein Name ist Bernd Fiedler von Wir moderieren und ich bin heute dafür da, ein kleines bisschen auf die Zeit zu achten, gegebenenfalls Zeitsignale zu geben und vor allem auf Ihre Fragen einzugeben, die Sie, wie gesagt, über Mentimeter sammeln können. Den Link dazu, den haben Sie im Chat bereits gefunden. Jetzt starten wir dann auch direkt mit der Präsentation und ich übergebe an Professor Dr. Silvia Iris Beutel zum Thema: Wo steht das Thema Lern- und Leistungsbegriff gerade jetzt in der Corona-Krise? Was muss man diskutieren und was muss man ändern? Wunderbar, ganz herzlichen Dank und schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich Sie mit Petra Strelle zusammen begrüßen darf und habe schon in der Bildergalerie ganz viele von Ihnen erkannt, mit denen ich in Kontakt stehe und mit denen wir in Kontakt stehen. Und ich freue mich insbesondere, dass wir an diesem wichtigen Thema heute Nachmittag gemeinsam arbeiten werden. Petra Strähle unterstützt mich in bewährter Teamarbeit beim Weiterklicken meiner Folien. Und ich würde mal sagen, wir gehen in die ersten Fotos hinein. Wir stehen ja gerade an einem Punkt, den man Zeitenwende nennen könnte. Und ich habe in den letzten Tagen mal wieder meinen Lieblingsautor Thomas Mann bemüht. Und der hat einen wunderbaren Satz gesagt, wie ich finde, nämlich: Neues entsteht aus dem Trotzdem. Und dieses Trotzdem ist für uns eigentlich ein Leitmotiv, jetzt darüber nachzudenken, wie wir Schule gestalten können. Und wenn man das in ein Bild fassen würde, dann könnte man sagen, wir brauchen eigentlich so etwas wie eine proaktive, resiliente Schule, die mit sich und anderen in Kommunikation tritt und handlungsstark ist. Und da ich selbst im Moment kein Bild habe, hoffe ich aber, dass Sie ein Bild haben. Sie sehen... Das reparieren wir gerade. Ja, wunderbar. Wir haben eine Situation, verwaiste Schreibtische, wenig Schülerinnen und Schüler, Abstand halten, dort sehen Sie es, ich sehe es jetzt auch, Maskierung einhalten und bei dem rechten Bild haben Sie bestimmt, genau wie ich, schon den Eindruck, Sie möchten einen Zollstock nehmen und den einen oder anderen in den 1,50 Meter Abstand bringen. Also eine völlig neue und völlig andere Situation, mit der wir gerade umgehen müssen. Und auf dem nächsten Bild, das habe ich in